Gestern in den frühen Nachmittagsstunden fanden Passanten den Leichnam der Schauspielerin, 27, im Park. Ihr Körper war blutüberströmt. Ein kaltblütiger Mord, der Entsetzen auslöst. Nach Angaben der Polizei hat der Täter mehrere Male auf Calliope Blum geschossen. Vermutlich, um sicherzugehen, dass sie tot ist. And the winner is Calliope Blum! Das Publikum tot, meine sehr verehrten Zuschauer. Standing Ovation. Ein glücklicher Abend für Calliope Blum. Herzlichen Glückwunsch und fortan viel Erfolg. Beruflich ging es mit Calliope steil nach oben. Im April 1966 bekam sie den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle. Eine Überraschung, mit der sie gar nicht gerechnet hatte. Deine Tage sind gekündigt, dein Plattenvertrag, sonst zerstöre ich dich. Calliope, bist du so weit? Deine Gäste werden schon ungeduldig. Was meinst du? Kann ich das anlassen? Oder doch vielleicht ein Kleid? Du siehst traumhaft aus. Wirklich? Geh du schon mal vor. Calliope beschloss, eine kleine Auszeit zu nehmen. In den letzten Wochen und Monaten gab es kaum mehr Momente, in denen sie sich zurückziehen und entspannen konnte. Doch zum Ausruhen blieb ihr keine Zeit. Je vais toujours de plus en plus. Je t'adore tellement, c'est presque insupportable. Ja, ich habe deinen Brief gelesen. Ich kann nicht über meinen Schatten springen. Es hat gar keinen Sinn, mit mir darüber zu diskutieren. Mach, was du willst, küss, wen du willst, verliebe dich in wen du willst und lass mich in Ruhe. Ich wache am Morgen auf, allein, ohne dich. Ich trinke meinen Kaffee schwarz und esse meinen Schokoladenkuchen. Je suis seul, sans toi. Ich bin allein, ohne dich. Eternstag.